Holla, wer ist das denn? Was soll denn das heißen? Hi, mein Name ist Dennis Grund. Ich bin seit 20 Jahren als Barber und Friseur unterwegs und für mich waren einfach die Beratungsgespräche immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn der Kunde glücklich rausgeht, kann ich gut schlafen und dann sind alle zufrieden und dementsprechend gucken, wer heute kommt. Moin. Moin, Digga. Das ist gut? Selbstverständlich. Und selber? Ja, ja. Immer. Platzier dich. So. Was kannst du heute machen? Bevor wir aber richtig starten, machen wir noch ein schönes Hot Towel, um ein bisschen zu entspannen. Unbedingt, ja, sehr unbedingt, gerne. Ja. Du willst mein Gesicht verdecken, ne? Quasi, ich möchte das auch nicht mehr sehen gerade, richtig. Deswegen. Das klingt ein bisschen wie beim Zahnarzt, aber. Oh ja. Ja. Aber geht ich das kann, auch? Aber hier könnte ich jetzt einschlafen. Kein Problem. Ich weck dich dann einfach mit dem Rasierer. Ja. Oh, das riecht aber gut. Geht das so? Ja, das sehr bin schön. Nicht ich, Gott sei Dank. Ja. Dann nutzen wir die Zeit auch einfach und lernen uns ein bisschen kennen. Mhm. Deal? Okay. Oh, dann würde ich sagen, Sushi oder Burger? Auf jeden Fall Burger. Jogger oder Anzug? Jogger. Rock oder Elektro? Elektro, doch. Haarwachs, Gel oder Paste? Also ich habe als Jugendlicher immer Gel benutzt und habe letztens die ganzen Bilder gesehen. Das sah echt scheiße aus, deswegen auf jeden Fall jetzt Wachs. Definier jugendlich. Vor 2 Wochen. Dann haben wir Bier oder Wein? Sehr gerne Wein. Früh aufstehen oder lang schlafen? Dann auf jeden Fall lang schlafen. Ja. Das ist gut. Meer oder Berge? Also ich liebe das Meer, ich liebe es in den Süden zu fliegen, aber in letzter Zeit liebe ich auch die Berge. Der beste Tag deines Lebens? Der beste Tag meines Lebens waren die Geburten meiner Nichten. Sehr cool. Dann würde ich sagen, hast du dir mit der Frage auf jeden Fall die Abnahme davon hier verdient. Ja. Danke. Habe ich ganz weiche Haut, glaube ich, oder? Wie ein Baby. Holla, wer ist das denn? Wir fangen einfach ganz entspannt mit deinen Konturen an. Mhm. 0 mm hast du gesagt, ne? Schön. Unbedingt alles weg. Ja. Dein Vater ist auch Schauspieler. Mhm. Hat dich das beeinflusst auf jeden Fall? Vielleicht unbewusst. Also ich habe ihn ja nie Schauspielern sehen, wirklich. Weil er eigentlich schon vor meiner Geburt dann aufgehört hat mit der Schauspielerei und mit meiner Mutter zusammen eine Musicalschule gegründet hat. Er hat dann später eine Schauspielagentur auch gehabt, in der meine Schwester und ich dann direkt waren. Und dadurch sind wir dann auch in die ersten Castings gekommen. Und so. Ich habe ihn erst lustigerweise erst vor jetzt knapp 5 Jahren das erste Mal auf der Bühne gesehen. Hat er sich zum ersten Mal wieder auf die Bühne getraut und hat gespielt. Und da war ich, glaube ich, aufgeregter als er. Und da habe ich auch, glaube ich, so ein bisschen mein Spiel her. Also kam mir alles sehr bekannt vor, was ich da gesehen habe. Man hat halt nie eine Gewissheit, ne, in diesem Beruf. Man weiß halt nie, wann kommt der nächste Job, wie lange geht das Ganze. Und man muss wirklich tiefenentspannt sein, um diesen Beruf machen zu können, weil sonst macht einen das Ganze verrückt. Nicht zu wissen, wie geht's weiter und wann geht's weiter. Ne? Aber das habe ich, glaube ich, so, weil ich sehr früh angefangen habe, mit 11 Jahren schon meine ersten Rollen gespielt habe, habe ich gelernt, so wie das funktioniert und hatte auch nicht diesen Druck, ja, so extrem, weil ich natürlich noch zur Schule gegangen bin. Und das habe ich irgendwie so mitgenommen in den Beruf und nutze halt die Zeit dann eher, dann auch Sachen zu machen, die mir Spaß machen, wie zum Beispiel Reisen. Mich mit Freunden treffen, in die Berge zu fahren, ja, zum Beispiel. Also das finde ich toll. Was wäre die Alternative gewesen, wenn du keine Schauspielerei gemacht hättest? Das ist schwer zu sagen, aber ich glaube, ich wäre wahrscheinlich Erzieher geworden. Okay. Ich fand es irgendwie entspannt. Ich habe sehr viel gebabysittet früher. Und dann habe ich ein Praktikum im Kindergarten damals gemacht, im internationalen Kindergarten in Hamburg. Und fand die Arbeit ganz toll und dachte, ach, das können wir auch gut vorstellen, dann irgendwann eine Ausbildung zu machen. Und vielleicht mache ich irgendwann einfach einen Kindergarten auf. Plätze braucht man auch in Hamburg, deswegen ja, noch nicht ganz verloren. Prominenz und Wohltätigkeit, ja, ist ja auch eine Sache, die man einfach nutzen kann. Und würdest du, wäre das so ein Projekt für dich auch, so mit solchen Geschichten? Ich nutze irgendwie auch natürlich den Namen, um so ein bisschen da was machen zu können. Ich habe ein ganz tolles Projekt, was ich unterstütze, das heißt Share. Dem bin ich jetzt auch Anfang des Jahres nach Indien gereist, um zu gucken. Also da wurden Brunnen gebaut, wurden Seifen verteilt. Und für jedes Produkt, das du von denen kaufst, wird ein gleichwertiges Produkt an einen hilfsbedürftigen Menschen gespendet. Ganz transparent und du zahlst auch keinen Cent mehr für das Produkt als gleichwertige andere Produkte. Wenn man etwas unterstützt, will man dahinter stehen, will man es auch selber gut finden und die finde ich super. Und deswegen finde ich es toll natürlich, dass ich mit meinem Namen, den ich dann irgendwie habe, ja, das ein bisschen größer machen kann. Gibt es denn vielleicht auch eine Traumrolle, die du vielleicht mal hast? Ich finde es immer schwierig, wenn man irgendwie in so eine Schublade gesteckt wird, was sehr schnell passiert natürlich auch in der Filmbranche, dass man dich dann irgendwie nur noch als
Also früher fing es so an, da war ich immer der liebe, nette Junge von nebenan. Dann war ich immer der Liebhaber und sowas. Ne? Und das irgendwann denkst du, okay, verstanden, finde ich auch okay. Aber ich hätte auch mal Lust, andere Rollen zu spielen. Das macht ja die Schauspielerei auch irgendwie so ein bisschen aus. Neue Seiten an dir selber auch kennenzulernen. Und ja, irgendwann muss man dann irgendwie auch standhaft bleiben, viele Dinge absagen und warten, bis einer mal so mutig ist, dich in einer anderen Rolle zu sehen. Und das hat dann tollerweise geklappt. Aber ich glaube, die einzige Traumrolle, die ich so hatte, war Mowgli aus dem Dschungelbuch. Okay. Die fand ich irgendwie immer ganz toll. Ich habe das Dschungelbuch geliebt und Mowgli auch. Aber ich glaube, jetzt will man mich auch nicht mehr in orangen Unterhose durch den Dschungel rennen sehen. Ich glaube, die Zeit ist vorbei. Warum? Vielleicht so der Abgehalfterte, so 30 Jahre später, so völlig fertig irgendwo in der Ecke. Kein Bock, irgendwie was zu machen. Da. Ja. Aber das war so, das war meine einzige Traumrolle, die ich hatte. Ja. Gibt es für dich bestimmte Sachen, so die Werte eines Mannes? Gibt es Sachen, wo du sagst, das ist für mich gentleman-like? Ja, doch schon. Ich glaube, Authentizität auf jeden Fall, Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit, aber auch Individualität. Also ich glaube, das Abgefahren ist ja so ein bisschen, wenn man so ein bisschen zurückguckt, wie Männer sich so in den letzten 50, 70 Jahren entwickelt haben. Doch ein Fortschritt, würde ich sagen. Ich meine, wenn man so in den 50ern sieht, wie es denn doch sehr spießiges Männerbild gab irgendwie, dann später wurde es dann sehr maskulin, so in den 80ern, 90ern. Und dann kam, glaube ich, so die David Beckham-Ära mit auch so ein bisschen weiblicher alles geworden. Und jetzt ist es irgendwie ganz geil, jetzt kann man machen, was man will. Also ich glaube, jetzt geht es darum zu gucken, wer bin ich und was will ich so von mir und vom Leben. So, ne? Und das finde ich eigentlich ganz geil. Aber ich glaube, dass man auch immer guckt und bei sich bleibt, das ist halt wahnsinnig wichtig, finde ich. Also das macht für dich einen Gentleman aus, Ehrlichkeit. Auf jeden Fall. Ja, das ist schon nicht schlecht. Vom Styling her, wie machst du es sonst eigentlich? Du bist immer ein bisschen lockerer eigentlich, nicht ganz so... Entspannt, ja. Ich muss ein bisschen entspannt. Ich benutze oft Wachs oder so, aber ich meine, du kennst dich besser aus. Was willst du machen? Du hast ja eben gesagt, Gel ist nicht mehr so deins. Ich würde mal so ein bisschen Wachsrichtung gehen, dass man ein bisschen sleekiger macht, wie man so schön sehr sagt. Gerne. Ne? Was ich immer wichtig finde, wenn man selber, selbst bei kurzem Haar, einfach schon gut vorfühlen. Du zeigst dem Haar, wo es hin soll. So, das heißt, wenn du es natürlich vor nach vorne kämpfen, trocknen lässt, aber nach hinten stylen willst, ist doppelte Arbeit. Das heißt, du machst dir die Haare einfach schon nach hinten, dass dadurch natürlich einfach auch jetzt ist die Frisur ja schon quasi. Siehst du, das ist mein Problem. Ich lasse mir vom Haar immer alles sagen. Genau. Das ist natürlich doof. Wie sagt man, gut geföhnt ist halb gestylt. Ja. Ne? Das ist immer so. Deswegen will ich das Sleeky Hair Wachs einfach auch nutzen. Sleeky Hair ist das. Genau. Da muss man dann immer ein bisschen gucken. Und wie viel nimmst du denn da? Ist das irgendwie? Auch da ist der Trick im Endeffekt, erstmal vielleicht einen Schluck zu viel zu nehmen, also nur einen Hauch. Okay. Ja, weil ich zum Beispiel das Haar eigentlich immer trotzdem nochmal wasche. Ich mache das bei jedem Style. Das heißt, dass du das Produkt auch unten drunter hast. Schaffst du halt nicht, wenn du dir nur rechts und links diese beiden Klatscher da dran machst und dann hast du das hier hängen. Das bringt ja nichts. Deswegen einfach kurz. Oh, das riecht gut. Ja, ich finde es auch angenehm. Also das ist, was ich auch immer wichtig finde, dass die Produkte nicht so übertrieben sind. Genau. Das ist halt nicht so. Dass du von Weitem schon riechst, oh, hier, da kommt jemand. Und dass du dann quasi das einfach ein bisschen unterarbeitest, sodass du dann ein bisschen Struktur da drin hast. Das Ganze dann einfach auch mit einem Kamm, mit einer Bürste einfach stylen. Man kann auch dir, bei dir, du hast ja den Wirbel hier vorne. Ja, der macht mich fertig, ehrlich gesagt, dieser Wirbel da vorne immer. Der geht in alle Richtungen, aber du kriegst ihn irgendwie anscheinend da. Der hier vorne, ja. Der ist einfach da. Da kannst du entweder nur ihn teilen, so wie er halt fällt. Ja. Das heißt, einfach mitnutzen, mit dem Haar arbeiten, nicht dagegen. Und auch das zum Beispiel kann man dann immer mit dem Föhn nochmal ein bisschen festigen. Aber selbst das ist jetzt nicht komplett hart, sondern es ist trotzdem gestylt. Vor allem auch hier mit der Welle ein bisschen drin. Auch da kann man zum Schluss immer, wenn man möchte, ein bisschen mit Haarspray arbeiten. Das mache ich auch immer. Genau. Trick 17 ist auch da, drüber sprühen. Kurz sacken lassen, zur Not nochmal einen Föhn drüber halten, damit es halt einfach ein bisschen trocknet. Okay. Weil wenn man sprüht und sprüht und sprüht, dann klappt es irgendwann wieder auseinander und ne, deswegen. Ich komme einfach täglich zu dir, wenn das okay ist. Kein Problem. So, dann würde ich mich auf jeden Fall um deinen Bart kümmern. Was ich immer schön finde, ist einfach die natürliche Form zu behalten. Bei dir ist nämlich ähnlich auch. Ich würde es gar nicht so tief machen, sondern nur die oberen Konturen. Ja, auch da zum Beispiel kann man einfach ein bisschen Bart-Konturencreme nutzen, damit man einfach das Ganze ein bisschen vorarbeitet. Mhm. Dass man das einfach ein bisschen schützt auch. Ja, sehr gut. Normalerweise ist es immer, sagt man so, vom Ohr bis zum Mundwinkel ist die natürliche Linie. Ne, du hast es ein bisschen tiefer. Nicht, ne? Genau, das ist ein bisschen tiefer. Ja. Das ist aber ganz normal, das, was viele machen, weil sie sagen, ah, ich will noch eine gerade Linie machen. Ich habe aber auch ganz kleine Ohren.
deswegen vielleicht. Wenn die kleinen Ohren zu tief hängen, dann hast du ein Problem. Also wenn die da unterm Mundwinkel hängen, aber prinzipiell ist das halt eine ganz entspannte Sache, weil das kann man ruhig immer wieder ein bisschen mitwachsen lassen. Also wie gesagt, das ist immer die Richtlinie, die man nutzen kann. Einfach den Kamm zum Beispiel vom Ohr zum Mundwinkel, das ist eigentlich so eine natürliche Linie. Was machst du sonst selber mit deinem Bart so? Was hast du da, Bartpflege etc.? Ich habe ein Bartöl, das benutze ich ab und zu. Aber ich habe keine Ahnung, wie oft ich das benutzen soll. Deswegen mache ich so ein-, zweimal die Woche, klatsche ich mir das da irgendwie noch so rein, wenn ich dran denke. Warum weißt du es nicht? Weil es mir noch keiner gesagt hat. Aber du bevorzugst schon ein bisschen Bart. Das ist ein bisschen Bart, so ein 3-Tage-Bart habe ich eigentlich am häufigsten. Okay. Genau. Bartöl ist einem immer dafür gedacht, damit die Haut darunter einfach, weil Haut ist ja trotzdem vorhanden, ob Bart oder nicht. Mhm. Ne? Deswegen ist es einfach immer schöner, wenn da ein bisschen Pflege halt mit drauf ist. Und bei dem Bartöl zum Beispiel ist es sehr, sehr schön, weil es einfach ein bisschen flüssiger ist als andere. Das heißt, du brauchst nicht so viel davon. Du nimmst wirklich nur so einen Tropfen daraus. Genau. Okay. Weil es ist halt sehr ergiebig. Mhm. Weil das, ne? Das ist einfach wirklich. Wenn entspannter ist, das kannst du dann ganz entspannt. Wie gehst du mit dem Bartwuchs? Also quasi? Ich massiere das auch nicht wirklich ein, aber ich gehe da immer ein bisschen rein, sodass man das vor allen Dingen auch die Hautschuppen immer ein bisschen mit ablöst, weil das ist das, was viele immer stört, dass es dann halt anfängt zu jucken. Weil wenn man nichts macht und auch nicht kämmt oder so, weil ich zum Beispiel wasche den jeden Tag. Immer wenn ich duschen gehe, wasche ich meinen Bart und dadurch kämm den auch durch und dadurch hast du natürlich auch keine Probleme, dass es juckt oder so. Wie oft sollte man sowas machen? Entsprechend dem eigenen Empfinden, aber alle 2 Tage auf jeden Fall. Vielen Dank auf jeden Fall. Ich hoffe, dir ist das cool. Ja? Top, vielen Dank. Sieht super aus. Du hast es geschafft auf jeden Fall für heute. Sehr geil. Sehr gut. Ich bringe dich auf jeden Fall noch zur Tür. Ja? Danke dir. Dementsprechend hast du dir verdient. Sehr schön. Ja.